zusammen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem Fazit zur hormonfreien Verhütung mit der Kupferkette. Vor ungefähr 2 Jahren habe ich den Entschluss gefasst, die Pille dahin zu schicken, wo der Pfeffer wächst. Denn als ich mich mehr mit ihrer Wirkungsweise, ihren Nachteilen für den Körper beschäftigt habe, konnte ich das nicht mehr für mich verantworten. Das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich kann nur dringend davon abraten. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, das findet ihr hier, als ich mich damals entschlossen habe, die Kupferkette einsetzen zu lassen, auch zum Pricing, wie ist es mir danach ergangen. Dann gab es noch ein kleines Update dazu, wie es mir nach einer gewissen Zeit dann mit der Kupferkette ging. Und ihr habt anscheinend dieses Thema auch ganz groß auf der Agenda, da ich enorm viele Rückfragen bekomme, wie es mir denn jetzt so 2 Jahre danach mit der Kupferkette geht. Also das ist wirklich eines der häufigsten Kommentare, das ich auf die beiden Videos bekomme. Und deswegen setze ich mich heute hier hin und spreche mit euch darüber. Kleiner Cliffhanger bzw. Karten auf den Tisch. Nach 2 Jahren bin ich immer noch total zufrieden und glücklich, dass ich es gemacht habe. Wirklich, es ist eine Lebensumstellung. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es davor gewesen ist. Also wie es damals war, als ich die Pille genommen habe. All die positiven Eigenschaften, also zum Beispiel depressive Verstimmung, sind fast komplett weg. Toi, toi, toi. Dass man sich wieder mehr spürt. Dass man seinen ganzen Körper wieder spürt. Also man merkt richtig, wenn die Pille eine Zeit lang aus dem Körper rausgeht, was der Körper eigentlich sonst geleistet hätte und wie es einem eigentlich wirklich geht. Also ich habe auf einmal ganz anders, nicht gefühlt, aber ganz anders reagiert zum Beispiel und Dinge wahrgenommen, die vorher wie so gedämpft waren. Also bei mir war es wirklich so, dass es einen Gefühlsdämpfer gab, dass ich teilweise gar nicht sagen konnte, will ich das jetzt, will ich das nicht. Also Entscheidungsschwierigkeiten und tatsächlich ja wirklich Probleme mit dem Körper, was Gefäße und Co. angeht. Und dann habe ich ja die Entscheidung getroffen, so. Und wie geht es mir? Also erstens, ich merke überhaupt nichts davon. Auch mein Partner merkt nichts davon. Da gibt es ja verschiedene Mythen, die da draußen im Netz herumfliegen. Nein, also wir merken beide nichts. Was sowohl gut ist als auch schlecht. Aber das Gute ist einfach, du vergisst es komplett. Also es ist sogar so krass, dass ich wirklich immer noch meine App brauche und mir immer eintragen muss, wenn die Menstruation kommt, weil ich sonst lost bin, weil ich sonst überhaupt gar keinen Griff dazu habe, weil man eben keine Pille nimmt und dann nicht weiß, wann könnte sie kommen. Das hat Vor- und Nachteile. Der große Nachteil ist einfach, du vergisst es und dann kann es halt schon mal passieren, wenn du das nicht auf dem Schirm hast in deiner App und das nicht ordentlich einträgst, dass es auf einmal dich überrascht. Ups, ist mir auch schon mal passiert in den letzten 2 Jahren und da habe ich mich gefühlt wie 12 oder 13. Als erwachsene Frau. Ja, auch das kann dann mal passieren. Die Tage können stärker werden und dadurch eben auch länger. Also ich habe tatsächlich länger und stärker. Das ist auch einer der Nachteile. Und das sind immer diese Momente, wo ich mich frage, Nadine, ist dir eigentlich bewusst, dass du auf der einen Seite eine Businessfrau bist und auf der anderen Seite solche Inhalte drehst? Und dann denke ich mir, ja, natürlich ist mir das bewusst. Das ist menschlich und wenn viel mehr Menschen darüber reden würden, würden vielleicht weniger Frauen die Pille nehmen. Und wenn ich nur 2, 3 da draußen überzeugen kann, auf diesen Mist zu verzichten, dann hat es sich gelohnt. Damit einhergehend, dass es halt stärker und länger ist, habe ich auch nicht mehr Schmerzen. Kleiner Wink mit dem Zaunfall. Viele Ärztinnen oder Frauenärztinnen haben keinen Bock, mit Teenie-Girls zu diskutieren, wenn sie ihre Periode bekommen und geben dann einfach die Pille, weil die eben auch diese Schmerzen dämpft. Sie dämpft aber eben auch alle anderen Gefühle, die damit zu tun haben. Und deswegen, ich merke es. Das ist jetzt Gott sei Dank nicht so, dass ich irgendwie eine Woche lang heulend in der Ecke liege. Ich merke es schon und ich bin an den Tagen auch, dann habe ich mehr Kopfschmerzen und Bauchschmerzen, hole ich mir aber eine Wärmflasche und versuche das eben mit natürlichen Mitteln einzudämmen. Ich hatte es Gott sei Dank noch nie so hart, toi toi toi, dass ich irgendwie Ibuprofen und Co. gebraucht hätte. Das ist schon mal ganz gut. Also habe ich jetzt die negativen Sachen sofort gesagt. Also einmal, dass man es vergessen kann und dann überrascht wird. Und zweitens, dass es halt wirklich tatsächlich ein bisschen schmerzhafter sein kann,
vom Zyklus her, aber ihr merkt euren Zyklus auch. Also ich weiß ganz genau, ohne App, also je nach Körperfunktionalitäten, die sich dann einstellen, was gerade abgeht. Ob jetzt gerade Eisprungzeit ist, ob jetzt gerade Vorbereitungszeit ist, also das merke ich auch ein bisschen. Allerdings eben auch habe ich seit ein paar Monaten, erst so seit 3-4 Monaten, ich glaube etwas, was damit zusammenhängt, hormonell Hautausschlag. Also ich bekomme immer zu gewissen Zeiten im Monat einen Hautausschlag, immer an der gleichen Stelle. Und meine Ärztin hat auch gesagt, dass es davon kommen kann. Da pendelt sich wahrscheinlich gerade hormonell wieder was ein, denn die Pille kann bis zu 2-3 Jahren sogar in eurem Körper abgebaut werden. Also es kann immer noch sein, dass es immer noch Reste sind von damals, von dem Müll, den ich mir über Jahre hinweg reingepfiffen habe. Das waren aber jetzt so, sag ich mal, die Negativdinge, die überhaupt nicht irgendwie den Effekt für mich schmälern. Die positiven Effekte überwiegen einfach alles. Und zwar ist es, ich spüre viel, viel mehr. Also tatsächlich wirklich mein Bewusstsein, also dass ich wieder richtiges Glück und richtige Trauer und so, das war früher alles gedämpft. Ich will das nicht alles unbedingt auf die Hormone schieben, aber ein großer Teil davon hängt damit zusammen. Meinem Körper geht es generell besser. Ich merke das wirklich, dass er besser funktioniert. Jetzt, wo die Hormone draußen sind, ich bin viel besser gelaunt. Das hat zwar noch ein paar andere Side-Effects. Also ihr könnt ja mal einen Self-Care-Sunday mal anschauen. Aber man merkt schon eine krasse Veränderung. Und viele Leute sind dann auch zu mir gekommen und meinen so, du siehst irgendwie anders aus. Wahrscheinlich, weil verschiedene Wassereinlagerungen auch ausgeschwemmt waren. Also ich habe jetzt nicht abgenommen, das ist leider nicht eingetreten, ein riesengroßer Nachteil, aber da muss man selber dran arbeiten. Ja, aber mir geht es einfach wirklich um einiges besser. Also diese ganzen Negativverstimmungen, dieses auf Watte laufen, was man manchmal hat oder was ich hatte, das habe ich nicht mehr. Und das ist für mich wirklich ein großer Vorteil. Also vor allen Dingen auch dieses Risiko der Thrombose und der ganzen Gefäßsachen, die da passieren können, das gesenkt zu haben, da bin ich so stolz auf mich. Und letztendlich rentiert es sich auch. Also es ist, wenn man es langfristig sieht, auch günstiger als die Pille. Solltet ihr noch Fragen haben, stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Aber ich bin auch nach 2 Jahren total happy damit. Jetzt am Ende noch so ein paar Frequently Asked Questions. Die Geister spalten sich ja zwischen Narkose zum Einsetzen und keine Narkose zum Einsetzen. Ich kann nur sagen, ganz ehrlich, ich würde es immer wieder mit Narkose machen. Das ist eine kurze Sache, genauso wie wahrscheinlich der Schmerz eine kurze Sache ist. Aber ich habe einfach so viel Angst vor Ärzten und vor solchen Eingriffen, dass meine Panikattacke wahrscheinlich viel schlimmer wäre, wenn ich nicht wüsste, ich kann dabei gediegen schlummern für 10 Minütchen. Der Preisfaktor, also ich habe inklusive Nachuntersuchungen, Einsätzen, 5 Jahre Garantie und bla bla bla, habe ich 410 Euro gezahlt. Das hat man, kann man sich ja dann mit dem Partner auch teilen, denn auch wenn ich jetzt dafür verantwortlich bin, dass, dass ich mich darum kümmere, heißt es nicht, dass ihr alleine verantwortlich sein müsst. Also verschiedene Dinge können auch übertragen werden auf den Partner, denn zu 50% profitiert er auch davon, wenn nicht sogar manchmal mehr. Dann gab es noch die Frage, ob man das auch entnehmen kann. Man kann das zu jeder Zeit entnehmen lassen, wenn man möchte. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir einfach in die Kommentare. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt und wie viel ich davon beantworten kann. So, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und denkt immer dran, folgt mir auf Instagram, Facebook und Co., damit wir im Austausch bleiben. Und wenn euch das Video gefallen hat oder generell meine Videos, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann verpasst ihr hoffentlich kein Video, wenn ihr die Glocke aktiviert habt. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt aber, anders ist anders, anders ist aber nicht falsch. Tschüss!